Burgenland Pulli wurde von Sybille Tschürtz kreiert. Jetzt war es soweit. In Anwesenheit von Landeshauptmann Hans Niessl und Landtagspräsident Christian Illedits wurde dieser Pulli jetzt vorgestellt. Ein Kragen in den Landesfarben, ein großes Burgenland Wappen vorne und die Produktion im Burgenland zeichnen diesen Pulli aus. Ja, wir feiern ja heuer 95 Jahre Burgenland. Ich finde es für eine sehr gute Idee, dass die Frau Sybille Tschürtz diesen Pullover entworfen hat, diesen Pullover auch produzieren hat lassen. Und ich glaube, das ist insofern ein gutes Zeichen, weil damit auch Heimatverbundenheit gezeigt wird, Bodenständigkeit gezeigt wird. Und ich hoffe, dass viele diesen Burgenland-Pulli auch tragen. Für diese Qualität und die Herstellung im Burgenland muss man aber etwas in die Tasche greifen. 270 Euro für Damen und 290 Euro für einen Herrenpullover sind nicht gerade billig. Dafür bekommt man jedoch Top-Qualität und man kann sicher sein, dass man mit diesem Pulli überall im Blickpunkt ist. Ja, die Idee war Burgenland bezogen, Burgenland verbunden. Ich wollte was machen, was auch im Burgenland produziert werden kann und so. Und da ist der Burgenland-Pulli eben so das Ding gewesen. Es hat nichts gegeben, großartig viel mit Landeswappen oder so. Es gibt nichts, wo Weinbauern zum Beispiel tragen können auf Messen, wo sie authentisch und wirklich aussagekräftig dastehen, wo man von Haus aus sieht, von wo sie kommen zum Beispiel. Oder als Geschenk für die Landesregierung oder solche Sachen zum Beispiel. Es ist aber auch super, ich trage irrsinnig gerne reine Wolle und möchte damit ein Zeichen setzen, dass es im Burgenland Firmen gibt, die tolle, super Top-Qualität machen können. Deswegen habe ich den Pulli entworfen und bei der Firma Frommer stricken lassen. Kaufen kann man diesen Pullover bei Couture bei Billy in Eisenstadt. Wir sind natürlich sehr erfreut, wir finden es als eine sehr innovative Idee. Das Burgenland steht ja für höchste Qualität, ob das beim Wein, beim Gemüse oder beim Obst ist, bei sämtlichen anderen Produkten. Und natürlich freut es uns auch, dass wir mit einer hochwertigen Mode auch das Burgenland bewerben dürfen.